Noch zu seinen Lebzeiten, allerdings nur wenige Jahre vor seinem Tod, wurde er zu einer Legende. Sein Versuch, in der Malerei Fuß zu fassen, scheiterte. Deshalb entschied sich Marcel Duchamp, ganz neue Wege in der Kunst zu beschreiten. Er gilt als Urvater des Postmodernismus und hat die gesamte gegenwärtige Kunst maßgeblich geprägt. Über 90 Werke des berühmten Franzosen werden im Staatlichen Museum Schwerin aufbewahrt und gehören neben den alten Holländern zu seinem wertvollsten Schatz. Am 28. März wurde dieser im großen Rahmen öffentlich präsentiert mit der Ausstellung »Das Unmögliche sehen«. Wir gehören neben Philadelphia, Stockholm, Paris und auch Stuttgart zu den größten und bedeutendsten Sammlungen weltweit. Und da reihen wir uns auch ein mit dieser Ausstellung, weil wir wollen mit dieser Ausstellung ganz klar und deutlich machen, Schwerin kann nicht nur Niederländer, Schwerin ist auch eine große Nummer in der internationalen Moderne. Die Schau leitet den Besucher durch die vielseitige, verwinkelte und mehrdimensionale Welt von Marcel Duchamp. Die Reise beginnt mit seinen früheren Werken, es sind Zeichnungen und sogar Karikaturen. Weitere Stationen sind Objekte, Readymades und in unterschiedlichster Weise festgehaltene technische Visionen. Besonders interessant sind aber auch kaum bekannte handschriftliche Notizen des Meisters, die eine gewisse Ähnlichkeit mit denen von Leonardo da Vinci haben. Duchamp ist ein Künstler, der ganz viel angestoßen hat und sein Werk hat eine ganz offene Struktur und als Impulsgeber für die Op-Art, für die kinetische Kunst, für die Konzeptart gibt es ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte für junge, zeitgenössisch arbeitende Künstler, bei ihm sozusagen Inspiration oder ja, einen befruchtenden Impuls zu bekommen. 1968 starb Marcel Duchamp. Zu dieser Zeit galt er bereits als einer der widersprüchlichsten Figuren der Kunstszene weltweit. Duchamp war Wegbereiter des Dadaismus und Surrealismus, der Konzeptkunst und der Pop-Art. Französischer Existenzialismus und die 68er-Bewegung ließen sich ebenso von seiner Weltanschauung inspirieren. Heute gehört Duchamps Name und sein Werk, das Œuvre, in die Geschichtsbücher und Enzyklopädien. Nichtsdestotrotz wird der Meister gerade wieder neu entdeckt, und zwar in China. Bis ungefähr 1979 konnte man nicht frei arbeiten in China als Künstler. Deng Xiaoping hat das alles befreit. Ja, und die chinesischen Künstler haben von dem Moment an versucht, irgendwo zu begreifen, was es in die Welt an große Künstler gegeben hat. Und da kam der Name Duchamp immer wieder zurück. Aber sie haben das nicht verstanden, was dahinter steckt. Und erst heutzutage gibt es Forscher und Professoren, die nach China gehen und das auch erklären. Seit 10 Jahren gibt es am Staatlichen Museum Schwerin ein internationales Duchamp-Forschungszentrum. Sein runder Geburtstag wurde in diesen Tagen mit einem Symposium gefeiert. Die Finanzierung übernahm der Verein Freunde des Staatlichen Museums Schwerin e.V. gemeinsam mit den jungen Freunden. Es ist eine von mehreren Initiativen des Vereins, der mit ihren regulären Beiträgen der Kultur gerne unter die Arme greifen. Zum feierlichen Anlass der Duchamp-Ausstellung durften die Freunde das Frühjahrstreffen der Bundesinitiative Junge Freunde Kunstmuseen in der Landeshauptstadt willkommen heißen. Wir haben verschiedene Aktivitäten, wie wir das Haus unterstützen und wie wir als junge Freunde aktiv werden. Eine der großen Sachen, die wir jetzt gerade laufen haben, ist das Treffen der Bundesinitiative Junger Freunde Kunstmuseen. Ansonsten versuchen wir durch verschiedene Aktionen auf die Ausstellungen, die das Haus aktuell macht, aufmerksam zu machen. Unsere aktuelle Aktion zu der Marcel Duchamp-Ausstellung ist unsere Karte Paris-New York-Schwerin, die auch zeitgleich mit einer Plakatkampagne, aber auch gemeinsam erarbeitet mit dem Haus, unterstützt wird. Die sieht man ja aktuell auch in Schwerin. Dazu haben wir ein Gewinnspiel ausgeschrieben. 1964 wurde Duchamp das erste Mal in Deutschland ausgestellt, auf der dritten Documenta in Kassel. Nach einem halben Jahrhundert ist der große Visionär, Provokateur und Exot ein fester Bestandteil der musealen Sammlung in Schwerin.
Sein nächster Nachbar in der neu errichteten Halle ist übrigens ein großer Deutscher, Günther Uecker.